Der Peloponnesische Krieg, Perikles und die Pest. Bis auf zwei oder drei kleine Staaten, die den Versuch machen, neutral zu bleiben und denen es durch die Gunst ihrer Lage oder durch die Geschicklichkeit ihrer Politiker auch gelingt, steht sich Hellas im Jahre 331 vor unserer Zeitrechnung in zwei Militärblöcken gegenüber, die den Versuch machen, neutral zu bleiben und denen es durch die Gunst ihrer Lage oder durch die Geschicklichkeit ihrer Politiker auch gelingt, steht sich Hellas im Jahre 431 vor unserer Zeitrechnung in zwei Militärblöcken gegenüber. Hier Athen, hier Sparta, hier der Delische Bund, hier der Peloponnesische Bund. Athen und Sparta haben einen 30-jährigen Frieden geschlossen, einen feierlich beschworenen, großartigen Frieden, aber das Misstrauen bleibt und es wird nicht abgerüstet. Niemand denkt mehr daran, dass diese Militärpakte damals, als sie geschlossen wurden, ausdrücklich nur der Verteidigung dienen sollten. Der feste Zusammenschluss der ägäischen Inseln zum Schutze vor den Persern, der Peloponnesische Bund, lockerer und zwangloser, eine Vereinigung zum gegenseitigen Beistand all jener Staaten, die keine Lust hatten, sich in den teuren Schutz Athens zu begeben und denen ein Bündnis mit Sparta günstiger schien. 15 Jahre lang war Frieden, ein Frieden, dem niemand recht traute, ein Frieden, in dem Athen von Jahr zu Jahr hochmütiger und härter wurde, in dem seine Macht unaufhaltsam wuchs und die Gier nach neuen Märkten, nach größerem Profit, nach Ausdehnung seiner Herrschaft. Für uns heute, die wir die Entwicklungsgesetze der menschlichen Gesellschaft kennen, wie sie von Marx und Lenin gelehrt wurden, ist es nicht schwer, die Lage Griechenlands in der perikleischen Zeit zu begreifen. Heute wissen wir, dass eine Gesellschaft, in der die Großhändler und Unternehmer an der Macht sind, ein aggressives und menschenfeindliches Bewusstsein entwickelt und dass es für jedes einzelne Mitglied dieser Gesellschaft schwer, ja fast unmöglich ist, sich diesen Einflüssen zu entziehen. Der Bürger Athens war der Meinung, dass Athen die stärkste und schönste, die unternehmungslustigste und erfolgreichste Stadt Griechenlands dazu berufen sei, eine führende Rolle zu spielen, der sich alle anderen Staaten und Städte fügen mussten. Er war der Meinung, dass die ganze Welt ihr Glück darin sehen müsste, Handelspartner und Freund und Diener Athens zu sein, und dass nur böse und irregeleitete Menschen sich dagegen stellen konnten. Der normale Bürger Athens war der Meinung, dass jeder Konkurrent auf dem Weltmarkt entweder bescheiden zu sein habe, sodass man ihn gerade noch dulden könne, oder mit Gewalt ausgeschaltet werden müsse. Und nur wenige Menschen in dieser hochmütigen Stadt zweifelten daran, dass die athenische Art zu leben die einzig richtige und dass alle anderen Menschen, die sich nicht bemühten, wie Athener zu werden, bedauerliche Kreaturen seien. Der brave athenische Bürger schaute auch auf Freunde und Bundesgenossen mit herablassender Verachtung oder im besten Fall mit verständnisloser Verwunderung. Athen war mächtig. Es hatte sein ständig einsatzbereites Heer von 15.000 Hopliten. Es besaß 300 Kriegsschiffe, die besten Schiffe der Welt unter den kundigsten Seeleuten. Es hatte jährliche Steuereinnahmen von 2000 Talenten. Es sparte an nichts und leistete sich alles und hatte doch einen Staatsschatz von rund 6000 Talenten für unvorhergesehene Zwecke, sprich für Krieg, beiseite gelegt, den Göttern der Akropolis als goldene Gewänder umgehängt. Welche Stadt sonst konnte sich mit Athen vergleichen?
Jeder gute Athener lebte in der Überzeugung, dass diese, seine Stadt, dazu ausersehen sei, eine führende Rolle in der Welt zu spielen und dass es für den wachsenden Wohlstand ihrer freien Bürger keine Grenzen gäbe. Wer dem Glück der Stadt entgegenstand, der musste beseitigt werden. Wer von den Verbündeten den Versuch machte, sich seinen Verpflichtungen zu entziehen, der musste bestraft werden. Und wer der Macht und Größe Athens zu schaden versuchte, der musste zugrunde gehen. So dachten die meisten Menschen in Athen, und eigentlich ist es merkwürdig, dass 15 Jahre lang Frieden war, denn so kann man nicht denken, ohne jeden Tag und jede Stunde, ohne immer wieder den Frieden zu gefährden. Aber wir wollen, ohne zu moralisieren, schlicht und einfach erzählen, was geschah. Korinth geriet in einen Streit mit seiner Tochterstadt Korkyra. Korkyra, Stadt und Insel an der Küste des Epirus im Norden Griechenlands, von Korinthern gegründet und lange Zeit seiner Mutterstadt eng verbunden, aber dann selbstständig und reich geworden, bekommt Streit mit der kleinen Stadt Epidamnos, auch einer Tochter Korinths, einem Fischernest an der illyrischen Küste. Epidamnos bittet Korinth um Beistand gegen Korkyra. Korinth ist bereit, in diesem Streit den Schiedsrichter zu spielen und schickt ein paar Schiffe hin, aber die hochmütigen Korkyräer haben keinen Respekt vor großen Leuten, greifen diese Schiffe an und versenken sie. So etwas kann sich niemand gefallen lassen, und so rüstet Korinth zu einer Strafexpedition gegen die freche Tochterstadt. Da unternimmt Korkyra etwas sehr Schlaues. Es bittet Athen um Hilfe und Beistand. Perikles und seine Mitarbeiter fanden die Sache lustig, denn was konnte Angenehmeres geschehen, als dass sich die Korinther in ihren Kolonien miteinander in die Haare gerieten? Man befragte die Götter, und als diese erklärten, Athen sei verpflichtet, Schutzsuchenden beizustehen, gab es keine Bedenken mehr. Perikles schickte eine Flotte in das Ionische Meer. Als die athenischen Schiffe vor Korkyra erschienen, zogen sich die Korinther zurück. Macht und Ansehen Athens waren so groß, dass Korinth es nicht wagte, weiterhin Epidamnos beizustehen. Die Hilfe für Korkyra hatte Athen nicht viel gekostet. Es war eine kleine Angelegenheit und wurde so nebenbei erledigt. Aber sie trug dazu bei, die Feindschaft zwischen Korinth und Athen zu verstärken, die wie Glut war, die zu einer großen Flamme emporschlagen musste, wenn Wind hineinblies. Irgendwo ist immer Wind auf unserer Welt. Mit der Einmischung in die Auseinandersetzung zwischen Korinth und Korkyra war diese Feindschaft unversöhnlich geworden. Jetzt hatten die Athener begonnen, ihren Einfluss auf die Westküste der Balkan-Halbinsel auszudehnen, auf die Städte, nämlich die auf dem Weg nach Italien und Sizilien lagen. Damit war Athen seinem schärfsten Handelskonkurrenten Korinth empfindlich in die Quere gekommen. Auf der Chalkidike, auf dem westlichen der drei Finger, die sich im Norden der Ägäis ins Meer hineinstrecken, liegt die Stadt Potidaia. Auch Potidaia war von Korinth als Versorgungshafen für korinthische Handelsschiffe in der nördlichen Ägäis gegründet worden. Athen nun fiel es ein, dieses Potidaia zu zwingen, dem Delischen Bund beizutreten. Eigentlich nur der Vollständigkeit halber und um Korinth ein bisschen zu ärgern, aber natürlich auch um der Beiträge willen, denn jeder gute Kaufmann weiß, dass auch viele wenig ein Viel machen. 10 Städtchen wie Potidaia zahlen das gleiche wie die große Insel Lesbos. Die Bürger Potidaias wagten es nicht, sich offen Athens Wünschen zu widersetzen. Sie traten dem Bund bei, aber als der König von Makedonien, an dessen Grenzen sie lagen und für den sie im Überseehandel tätig waren, ihnen riet, aus dem Bund einfach wieder auszutreten, da er ihnen doch keinen Vorteil brachte, aufgestachelt auch von Korinth, erklärten sie den Austritt. In den Augen Athens ein Staatsverbrechen.
Pote Daya ist so hart zu bestrafen, dass jedes Mitglied des Bundes erkennt, wohin Verrat führt. Das arme kleine Pote Daya wandte sich um Schutz an Korinth und entweder gab nun Korinth immer nach und wagt nie wieder gegen Athen aufzutreten, oder es fasst sich ein Herz und hilft Pote Daya, zumal ja auch Makedonien Beistand versprochen hat und niemand im delischen Bund außer Athen mit Eifer bei dieser Sache ist. Kein moralisches und kein völkerrechtliches Argument gab Athen das Recht, nach eigenem Gutdünken dieser oder jener Stadt die Freiheit zu nehmen. Als nach der Einmischung im Fall Korkyra und nach der Strafexpedition gegen Pote Daya die athenische Volksversammlung auch noch beschloss, dem Handelskonkurrenten Athens, der mit Korinth verbündeten Stadt Megara, den Handel in sämtlichen Häfen des Attischen Seebundes zu untersagen, war das Maß voll. Die Bundesgenossen beschwerten sich bei den Spartanern, die bereit waren, die gegen Athen gerichtete Stimmung im Peloponnesischen Bund auszunutzen. Hier war eine Gelegenheit, den nur unterbrochenen Kampf mit Athen um die Vorherrschaft um ganz Griechenland auszunutzen. Die Spartaner beriefen eine Versammlung des Bundes ein. Auf dieser Versammlung trug Korinth die Fälle Korkyra und Pote Daya vor und verlangte Beistand gegen Athen. Die Korinther tragen ihre Klagen vor. Das Benehmen der Athener ist empörend. Niemand kann es leugnen. Alle Bundesgenossen Spartas schauen auf die Spartaner und sagen offen, dass niemand mehr sich auf Sparta und Spartas Schutz verlassen könne, wenn nicht jetzt den Korinthern geholfen werde. Alle jungen Burschen in Sparta sind aufgeregt und freuen sich, dass wieder mal etwas los ist auf dieser langweiligen Welt, aber die Alten wackeln mit den Köpfen und sind für Ruhe und Verständigung. Man hat einen 30-jährigen Frieden mit Athen. Es sind Verträge geschlossen worden und die gelten. Verträge müssen gehalten werden und natürlich hat auch Athen manchen Anlass, sich über Korinth zu beklagen. Zwischen konkurrierenden Kaufleuten gibt es immer Ärger, das weiß man doch. Da prügeln sich diese Handlungsgehilfen um irgendwelche Speicher und Lagerhäuser in weit entfernten kleinen Häfen. Die athenischen Kaufleute sind auch keine vornehmen Charaktere. Was geht es Sparta an, wenn beide sich miteinander herumprügeln? Aber da ist Megara, diese tüchtige kleine Stadt, die das Unglück hat, so nah an den Grenzen Attikas zu liegen, dass sie aus den Reibereien mit Athen nicht herauskommt. Megara steht zu Korinth. Da sind Argos und Aegina, das sind alle diejenigen, die in den letzten Jahren unter der Maßlosigkeit Athens zu leiden hatten. Sie schauen auf Sparta und wollen und hoffen auf dessen Beistand. Wie soll Sparta sich verhalten? Eigentlich kann es nur eine Antwort geben. Hier ist wieder eine Möglichkeit, der Sparta unverständlichen und verhassten attischen Demokratie einen Schlag zu versetzen. Sicher werden sich die Interessen der reaktionären Aristokratie durchsetzen. In der Volksversammlung wird abgestimmt. Die Gesandten aus Korinth tragen ihre Beschwerden vor. Ein Sprecher der Gerusia sagt seine Meinung dazu, beschwichtigend die Haltung der Athener erklärend. Die Ephoren kommen zu Wort und auch die Vertreter der anderen großen Städte des Peloponnesischen Bundes. Und dann müssen die Spartaner Ja oder Nein sagen, Krieg oder Frieden. Es muss zweimal abgestimmt werden, weil sich beide Parteien fast die Waage halten. Erst bei der zweiten Abstimmung stellt sich heraus, dass eine kleine Mehrheit für die Unterstützung Korinths ist. Aber die Friedenspartei schafft es, dass vor einer endgültigen Kriegserklärung noch eine Gesandtschaft nach Athen geschickt werden soll, die dieser Stadt zum Maßhalten und zum Frieden und zur Wiedergutmachung des geschehenen Unrechts raten soll. Die Gesandtschaft erscheint in Athen und trägt vor der Volksversammlung die Beschwerden der Peloponnes vor. Aber je mehr sie sich bemühen, zur Vernunft zu raten, umso klarer erkennen sie, dass niemand hier einsichtig und friedlich sein will. Perikles
spricht von der Volksversammlung. Die spartanischen Gesandten hören zu. Perikles stellt leidenschaftlich bewegt die Einmischung Spartas in die Angelegenheiten Athens als so erniedrigend dar, als so kränkend für ein großes und freies Volk, dass niemand mehr es wagen kann, für Verständigung und für Frieden zu stimmen. Die spartanischen Gesandten verlassen Athen. Krieg ist beschlossene Sache. Ein Krieg, aus dem Athen als unangefochten stärkste Macht der Welt hervorzugehen hofft. Aber wie kann dieser Krieg gewonnen werden? Perikles und seine Ratgeber haben konkrete Vorstellungen. Athens Stärke liegt in seiner Seemacht. Es hat keinen Zweck, sich in großen Landschlachten mit den Spartanern herumzuprügeln. Mögen die Spartaner doch kommen und Attika verwüsten. Die Stadt hinter ihren festen Mauern ist unannehmbar. Die Versorgung aller Menschen in dieser Stadt ist durch die Flotte gesichert. Wenn das spartanische Heer in Attika steht, kann die Flotte die Peloponnes überfallen und verwüsten. Da die Spartaner kaum Schiffe besitzen und sich nicht von Übersee versorgen können, müssen sie zugrunde gehen, wenn ihre Dörfer und Landgüter, wenn Felder und Fluren in Lakedonien verwüstet sind. Wenn es Sparta gelingt, Stadt und Hafen zu verteidigen und in wuchtigen Gegenschlägen die Landwirtschaft der Peloponnes zu zerstören, muss dieser Krieg gewonnen sein. Es ist ein intelligenter Plan. Perikles erklärt ihn vor der Volksversammlung, er leuchtet allen Bürgern ein und wenn es für die Einwohner der ländlichen Gebiete Attikas schmerzlich ist, ihr Haus und ihre Felder und Gärten zu verlassen und mit Vieh und Sklaven mit aller beweglichen Habe in den Schutz der Mauern oder auf die umliegenden Inseln flüchten zu müssen. Schon 6 Wochen, nachdem die spartanischen Gesandten beschimpft und verhöhnt Athen verlassen hatten, erschien der König Archidamus mit einem großen Heer in Attika, verbrannte die menschenleeren Dörfer und verwüstete die Olivenhaine und Weinberge. Die Spartaner hatten angenommen, dass es irgendwo vor Athen zur Schlacht kommen werde. Sie hatten den Berichten nicht geglaubt, nach denen die Athener ihr Land nicht verteidigen würden. Sie lagerten nun vor den Mauern Athens und schimpften die Athener Feiglinge. Perikles aber fuhr unterdessen mit allen guten Schiffen zur Peloponnes, nahm die Stadt Megara im Sturm und verwüstete sie und fügte dem Land Lakonien großen und grausamen Schaden zu. Die Stadt Sparta anzugreifen wagte er nicht, obwohl doch fast alle wehrfähigen Männer in Attika waren. Archidamus zog mit seinem Heer, als Attika zerstört war, und als es sich endgültig herausgestellt hatte, dass die Athener keine offene Feldschlacht annahmen, zur Peloponnes zurück und das erste Jahr des großen Krieges endete mit deutlichen Vorteilen für Athen. Denn wenn es auch um Olivenbäume und Weingärten und um die schönen stattlichen Landhäuser der attischen Adligen schade war, so zweifelte doch niemand daran, dass dieser Schaden von einer so reichen Stadt ersetzt werden konnte. Während die Zerstörungen an den peloponnesischen Häfen schwere Folgen hatten, ganz zu schweigen von der Verwüstung einer so ehrwürdigen Stadt wie Megara. Im nächsten Jahr kamen die Spartaner wieder nach Attika und alle Einwohner flüchteten vor ihnen in den Schutz der Mauern Athens. Die Athener aber rüsteten sich, einen Blockadering um die Peloponnes zu legen und mit schnellen, beweglichen Landekommandos den Feinden so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Ein merkwürdiger Krieg. Kam Archidamus mit seinem Heer zurück nach Lakonien, eilten die Athener auf ihre Schiffe und fuhren aufs Meer hinaus, zog Archidamus wieder gegen Athen, landeten sie erneut und raubten und plünderten und trieben die Einwohner zusammen und führten sie als Sklaven fort. Es kam in den ersten beiden Jahren zu keinem größeren Landgefecht und es kam auch zu keiner ernsthaften Seeschlacht. Dazu waren die Athener und ihre Verbündeten auf dem Meere zu überlegen. Ein merkwürdiger Krieg. Und je länger er sich hinzog, desto unlustiger wurden die Spartaner, desto mehr verzweifelten ihre Bundesgenossen, desto deutlicher wurden die Vorteile sichtbar, die Athen zukamen.
Die Athener saßen hinter ihren festen Mauern und waren gut versorgt. Und allen denen, die ihr Hab und Gut in den Dörfern Attikas verloren hatten, wurde vom Staat voller Schadensersatz versprochen, wenn der Krieg gewonnen war. Es konnte nach allem, was man aus der Peloponnes erfuhr, nicht mehr lange dauern, denn in Sparta und in allen großen Städten waren die Lebensmittel knapp und diejenigen korinthischen Schiffe, die aus dem Westen kommend die Blockade durchbrachen, brachten gerade genug für die Stadt Korinth selbst. Athen aber vollgepfropft mit Menschen, denn von überall her, nicht nur aus Attika, hatten sich die Verbündeten hierher in Sicherheit gebracht, spürte keinen Mangel. Getreide und Wein, Öl und Fleisch, Fische und Früchte gab es genug und billig. Athen konnte diese Art der Kriegsführung noch lange aushalten und wenn es auch nicht sehr tapfer war, sich hinter den Mauern zu verstecken und ruhig zuzuschauen, wie die spartanischen Heere vor der Stadt kampierten, so war es doch schlau und listig gehandelt und die Schmähreden der spartanischen Soldaten boten nur Anlass zum Lachen.